Ja, rückblickend sehen Entscheidungen immer so einfach aus und so klar und deutlich. Und vor 3 Jahren oder letzte Woche ist das dritte Docker-Festival zu Ende gegangen. Es findet in der Kinemathek in Karlsruhe statt und verschiedenen Off-Locations. Und ich würde Ihnen eine kleine Zeitreise anbieten und vielleicht die eine oder andere Entscheidung, wie es zu diesem Festival kam und auch wie man innerhalb eines Prozesses des Gründens eines Festivals Entscheidungen trifft, einen kleinen Einblick geben. Und dann noch ein paar Worte zu generell vielleicht künstlerischen Entscheidungsprozessen oder auch persönliche, subjektive Eindrücke dieser Entscheidungsprozesse Ihnen schildern. Für den Anfang würde ich Ihnen noch ganz kurz was zum Festival an sich sagen. Vielleicht kurze Frage, wer kennt's? Wer war schon mal da? Ah, tatsächlich. Oh, 3 Hände. Freut mich. Wir sind noch sehr unbekannt. Das Festival findet 5 Tage statt in der Kinemathek Karlsruhe und das Besondere daran sind tatsächlich die spartenübergreifenden Medien, die wir integrieren. Wir haben Hördokumentation, Dokumentarfilme und dokumentarische Installationen, die wir in einem Programm in den 5 Tagen vereinen. Ganz wichtig vor allem, alle Künstler kommen nach Karlsruhe und diskutieren mit uns. Also das Gespräch hat einen ganz, ganz großen Stellenwert, weil wir letztendlich nicht eine bloße Abspielstation wollen, sondern weil wir in einen Diskurs, in einen Austausch treten möchten. Und bei dokumentarischen Arbeiten ist dies natürlich umso wichtiger, weil oftmals Themen wie in diesem Jahr Flucht und Migration einfach eine große Rolle spielen und wir einfach auch Arbeiten präsentieren, die die Leute mitnehmen, die Leute emotional berühren und das Gespräch danach auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Wir haben auch kein Parallelprogramm bei unserem Festival. Also wir wollen nicht, dass die Leute vor zu vielen Entscheidungen stehen. Wir nehmen ihnen diese ab. Kommt zum Festival oder kommt nicht. Also man kann in das Programm einsteigen, man schaut einen Dokumentarfilm an, man geht zur Installation und man hört sich eine Hördokumentation im Kino an. Ich habe einige Fotos mitgebracht, die wir hier kurz uns anschauen können, damit Sie einen kleinen Eindruck bekommen, wie das im Festival zugeht. Wir haben natürlich klassischerweise die Filme im Studio 3 der Kinemathek, die wir präsentieren. Und im Kino werden auch die Hördokumentationen präsentiert. Wir dimmen hier ein klein wenig das Licht und haben dann natürlich ganz andere akustische Voraussetzungen. Wenn das Stücke zum Beispiel vom Radio sind, die Aufmerksamkeit ist viel größer. Und zum anderen haben wir hier, sehen wir die Diskussion im Zelt. Wir bauen jedes Mal vor dem Kino ein Zelt für 60 Personen auf und diskutieren zwischen 20 und 60 Minuten mit Publikum, mit eben den eingeladenen Künstlern und auch der Jury. Es gibt auch was zu gewinnen bei unserem Festival. Es ist jedes Mal ein großer Aufwand, aber wir holen eine externe Jury nach Karlsruhe, die auch im Zelt mitdiskutiert und am Ende des Festivals in einer Preisverleihung dann 3 Preise insgesamt vergibt. Wie kommt man auf die Idee, ein Festival zu gründen? Als ich die Frage auf diesen Vortrag bekommen habe, habe ich mir die auch gestellt. Ich habe oft erzählt, die Geschichte ist relativ einfach und die Grundidee eigentlich auch relativ egoistisch. Ich habe in Karlsruhe Film und Medienkunst studiert und am Ende gehen alle in die großen Medienstädte, nach Berlin, nach München, nach Hamburg. Und ich für meinen Teil habe mich entschieden, hier zu bleiben in Karlsruhe. Alle waren weg. Ich habe mich etwas alleine gefühlt und dachte, na, irgendwas muss ich ja machen, dass die alle mal wieder zurückkommen. Also gründe ich ein Festival mit Anwesenheitspflicht. Klingt letztendlich ganz einfach, war dann aber doch relativ schwer. Wie macht man sowas? Man gründet einen Verein. Okay, ich bin beileibe kein Freund von Vereinen. Ich stehe Vereinen teilweise auch etwas feindlich dagegen. Vereinsmeierei in Deutschland, wozu braucht man einen Verein? Gut, ich habe im Laufe des Prozesses entdeckt, es macht Sinn, für sowas einen Verein zu gründen. Der wurde 2013 gegründet und wie das oftmals der Fall ist, in einer Küche mit 7 Personen fängt eine Idee an. Damit sind wir gestartet, aber damit ist noch kein Festival gegründet und damit hat auch noch kein Festival stattgefunden. Wie kam es von der ersten Idee sozusagen zum Festival?
Daher auch der Titel des Vortrags: Und in jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, was man beantworten könnte mit: Wehe, wenn deine Wünsche in Erfüllung gehen. Dann geht es nämlich mit den Problemen und den Entscheidungen eigentlich erst so richtig los. Natürlich, man braucht Geld für ein Festival, wir wollen Leute einladen. Man schreibt einen Antrag. Erster Antrag wird abgelehnt, zweiter Antrag wird abgelehnt, dritter Antrag wird abgelehnt. Und die Entscheidung muss schon mal wieder aufs Neue überdacht werden. Will ich das denn tatsächlich? Habe ich die Energie da durchzuhalten? Ja, okay, ich habe Durchhaltevermögen bewiesen und habe versucht, den Verein zu gründen. Die nächste Entscheidung, mein nächster Kampf mit dem Vereinsregister, der mir wirtschaftliche Zwecke vorwirft und meinte: Dokumentarisch macht doch gerade irgendwie jeder, also das kann ich Ihnen so nicht eintragen. Die Entscheidungen häufen sich, es geht immer weiter. Welches Programm wollen wir eigentlich zeigen? Wie wollen wir das Programm auswählen? Wir brauchen Plakate, wie sollen die Plakate auswählen? Und daher sozusagen an der Stelle ein kleiner Mini-Ratgeber: Entscheidungen leicht gemacht, kleine Hilfe für Entscheidungsschwache. Wir stehen alle oftmals vor dem Punkt, wir hatten es in anderen Vorträgen, entscheide ich mich für das eine, für das andere, was mache ich? Und ich habe tatsächlich eher als zurückhaltender Mensch vor einigen Jahren mal die Entscheidung getroffen, ich sage einfach mal öfters ja. Also man zögert immer, man zaudert, man zweifelt, einfach öfters mal beim Angebot ja zu sagen. Es ist ja nie für die Ewigkeit, aber oftmals werden einfach Chancen und Möglichkeiten, die sich einem bieten, durch vielleicht etwas langsames Handeln verlaufen diese im Sand. Das Ursprungskonzept oder die Idee sollte man nicht ganz aus dem Blick verlieren, aber ein weiteres: Man sollte sein Konzept oder eine Grundidee vielleicht auch nicht zu starr im Blick behalten. Ich will das einfach mal an zwei Beispielen des Festivals demonstrieren, wie es mir da so ging, nämlich die liebe Frage des Geldes. Wie bekommen wir ein Budget für das Festival? Und zu diesem Zeitpunkt oder zu meinen drei abgelehnten Anträgen gab es ein Angebot der Stadt Karlsruhe. Ja, es gibt noch Mittel aus der Metropolregion Oberrhein. Machen Sie doch bei Ihrem Festival einen Oberrheintag. Ah, super. Ein Oberrheintag, mein erster Gedanke. Ein schönes Konzept mit einem tollen Festival, hochwertige, anspruchsvolle Dokumentarfilme. Und jetzt soll ich einen Oberrheintag in das Festival einbauen, nur um das Geld zu bekommen. Gut, ich bin meiner Maxime treu geblieben, einfach mal öfters ja sagen. Ich sage zur Stadt: Ja, wir machen einen Oberrheintag. Und die Dinge entwickeln sich und letztendlich hat sich aus diesem Oberrheintag über jetzt drei Festivalausgaben tatsächlich auch eine Kooperation nach Frankreich entwickelt. Und wir haben tatsächlich interessante Arbeiten gefunden, die aus oder über diese Region letztendlich berichten. Ja, wir hatten über das Kloster Lichtental eine tolle Klanginstallation. Wir hatten einen französischen Film, Women's Workers, tolle Gäste aus Paris. Und letztendlich mein Zweifel und meine Angst war etwas unbegründet, zu sagen: Ach je, oh je. Also öfters mal sozusagen ja sagen. Können Sie alle nächste Woche mal üben, als kleine Aufgabe. Zweites Konzept, ein kleiner Blick ins Innere des Festivals. Es war ursprünglich als eine Art Dokumentarfilmfestival gedacht. Und ich habe einen Radioredakteur getroffen, der mir schon immer von einem Radio-Feature-Festival vorgeschwärmt hat. Ich als hausgemachter Filmemacher dachte, ja, jetzt, was will er jetzt mit seinem Feature-Festival bei mir? Ich habe doch die Idee, ein Dokumentar-Filmfestival ursprünglich zu gründen. Auch hier war die Idee, ja, warum eigentlich nicht? Ich habe an einer Hochschule studiert, die sehr stark interdisziplinär arbeitet, die Hochschule für Gestaltung. Es gibt Grafikdesign, Kunstwissenschaft, Produktdesign, Medienkunst. Also war ich natürlich auch irgendwo etwas geprägt, auch schon von diesen Gedanken. Und warum nicht noch einen Schritt weitergehen und neben den Hördokumentation oder Radio-Featuren auch noch Installationen mit ins Programm zu nehmen. Und so wurde auch aus einer vielleicht etwas zauderhaften oder einem etwas starren Konzept durch eine Erweiterung oder eine Ausdehnung das erste Docker-Festival.
was 2014 stattfand, mit insgesamt 20 Arbeiten aus dem Bereich Hören, Film und Installation. Die Qual der Wahl: im ersten Jahr hatten wir 270 Einreichungen und mussten ein Programm aus insgesamt 20 Programmpunkten zusammenstellen. Ein Entscheidungsprozess, und in dem Fall ein kuratorischer Entscheidungsprozess, der von einer Auswahlkommission getragen wird. Es gibt insgesamt, im ersten Jahr waren es 5 Mitglieder, die sich alles anschauen, die diskutieren und die letztendlich zu einem Programm aus 20 Programmpunkten kommen. Wie geht's? Wie macht man's? Wir haben natürlich bei anderen Festivals geschaut, wie machen die das? Was für Verfahren haben die? Und haben unser eigenes Verfahren, was vielleicht sich an verschiedenen Sachen bedient, entwickelt. Wie entscheidet man? Auch hier in dem Fall war ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir zusammen alles sichten wollten. Wir wollten nicht, dass zum Beispiel jeder zu Hause am Rechner Online-Screener der Arbeiten anschaut, Kommentar abgibt, mailt. Wir treffen uns 2 Tage, es wird diskutiert. Der eine hat hier was geguckt, der andere hat hier was geschaut, der dritte hat hier was geguckt und dann großer Streit. Ein wichtiger Aspekt war, wir müssen das gemeinsam durchstehen und es ist eine sehr harte Zeit. Wir hatten 2016 insgesamt 11 Sichtungstage, an denen wir von 10 Uhr morgens bis 22 Uhr abends die ganzen Arbeiten durchsichten und am Ende zu einem Programm kommen. Aber ich würde gerne nochmal auf die Kriterien eingehen, weil letztendlich, um Entscheidungen zu treffen, brauchen wir natürlich auch für ein Festival oder in einem künstlerischen Bereich Kriterien. Sonst kriegen wir uns nur in die Haare und der eine sagt B, der andere sagt A und wir mögen uns am Ende des Festivals nicht mehr. Und da sind 2 Punkte ganz wichtig für uns gewesen. Einmal natürlich der Inhalt und das andere die Form. Also die Arbeiten, die wir präsentieren, sollten in gewisser Weise aktuellen Stand des Dokumentarischen auch widerspiegeln. Und zwar sowohl inhaltlich als auch formal. Und diese beiden Kriterien kommen bei jeder Sichtung zum Tragen. Wir diskutieren über die Arbeiten, wie stark ist die Form, wie stark ist der Inhalt. Und letztendlich hat sich dieses Verfahren sehr, sehr gut bei uns bewährt, weil zu sagen, ein Dokumentarfilm als Beispiel hat eine innovative Form, hat eine neue Herangehensweise, was die Bildsprache angeht, was den Schnitt angeht und ist inhaltlich vielleicht nicht so gut, aber die Form ist so stark, dass wir sagen, das ist tatsächlich was ganz Besonderes, dann wollen wir diesen Film auch zeigen und wollen den Film auch diskutieren. Und oftmals gibt es dann vielleicht Arbeiten, die sind formal nicht sehr stark oder formal nicht besonders innovativ, haben aber einfach ein brisantes Thema, haben irgendwas, was die Gesellschaft, was uns alle bewegt. Und wir sagen, wir müssen diesen Film zeigen, wir müssen darüber diskutieren und müssen darüber sprechen. Und über diese beiden Punkte, Inhalt und Form, kommen wir dann letztendlich zu unserem Programm. Die Qual der Wahl Teil 2. Ich würde hier an der Stelle einen Punkt aufgreifen, der mich auch aus der Festivalarbeit der letzten Jahre immer wieder beschäftigt, und zwar die Wahl des Mediums. Als Festival, was verschiedene Medien bedient, Film, Hör und Installation, schauen wir auch natürlich, wie nutzen denn Menschen, die dokumentarisch arbeiten oder Menschen, die generell medial arbeiten, die neuen Medien. Die mediale Welt wird immer komplexer. Es gibt immer mehr kleinere Kameras. Wir hatten beim letzten Festival ganz interessant die Entdeckung gemacht, dass gerade beim Thema Flucht und Migration Filmemacher teilweise selbst nicht mehr die Kameraleute sind, sondern wir Bilder über Mobiltelefone, Bilder über Kameras, die um den Globus geschickt werden, erhalten. Und dass das natürlich die Produktionsweise von dokumentarischen Arbeiten ändert. Und das stellt natürlich die Frage generell, für alle, die eine Arbeit planen, die ein Projekt haben, das sie präsentieren wollen, welches Medium benutze ich denn eigentlich? Und die Möglichkeiten hier von YouTube über eine Fotoausstellung, über eine Installation, über einen Film, wird eine App draus oder wird eine interaktive Webseite draus, sind
immer größer geworden und immer komplexer geworden. Und mein Eindruck, so scheint es mir oftmals, dass hier viel zu wenig drüber nachgedacht wird, was möchte ich sozusagen mit meiner Idee und auf welches Medium passt diese Idee und wie kann ich dieses Ziel letztendlich erzeugen. Ja. Früher war es relativ einfach, um hier noch ein Beispiel anzubringen, wenn ich jemanden treffen wollte, konnte ich einen Brief schreiben, ich konnte eine Postkarte schreiben, anrufen oder ich konnte vorbeigehen. Heute habe ich die Möglichkeit, eine SMS zu schicken, ich kann auch eine WhatsApp schicken, ich kann auch zum Brief eine E-Mail schicken. Also das heißt, allein an diesem Beispiel, ich kann mit meinem Mobiltelefon anrufen, ich kann mit meinem Festnetztelefon anrufen, ich kann mit Skype anrufen. Also die Möglichkeiten lassen sich hier sehr, sehr schön sehen, wie es immer komplizierter wird. Und eigentlich nur für diese Entscheidung, jemanden zu treffen. Und ähnlich sollte es auch natürlich für eine Geschichte oder für einen Inhalt sein, den ich medial transportieren möchte, dass ich diese Entscheidung vorher sehr bewusst treffen muss. Und das scheint mir oftmals passiert, nicht mehr in dem Maße, sondern es wird erst produziert und im Anschluss nachgedacht, wo will ich eigentlich damit hin und was will ich sozusagen damit tun. Ich will am Ende noch ganz kurz auf die Zukunft zu sprechen kommen. Unser Festival ist nach 3 Jahren in einer finanziell etwas schwierigen Situation. Wir hatten die ersten 3 Jahre jeweils 10.000 Euro selber akquiriert, was uns teilweise mit viel Anstrengung gelungen ist. Jetzt merken wir, das Festival kommt immer mehr an. Wir kriegen Zuspruch, macht weiter und das bedeutet auch für uns, dass wir das Ganze auf eine andere Basis auch stellen müssen und sind am Überlegen, das 2-jährig zu machen. Oder durch die letzte Veranstaltung hatten wir eben wieder viele Fäden und Kontakte aufgenommen mit Unterstützern und Sponsoren. Also ich hoffe, dass wir nächstes Jahr stattfinden können. Schauen Sie auf unsere Webseite www.docker.de und kommen Sie vielleicht hoffentlich nächstes Jahr in die Kinemathek nach Karlsruhe. Vielen Dank.